Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein kommentiertes Springtraining von mir. Der Espresso war die Tage davor wirklich total wild und frech und da habe ich schon gedacht, oh, was wird das bestimmt für ein Springtraining werden, wenn der eh so aufgedreht ist. Und habe jetzt nicht mit so etwas sehr Gutem gerechnet. Die Mama hat auch am Anfang vom Warmreiten nicht so viel gefilmt, aber das ist ja jetzt auch nicht so spannend. Habe ihn natürlich ganz normal warm gemacht, Schritt, Trab, Galopp, locker gestellt und ein bisschen Zirkel verkleinern, vergrößern. Dann haben wir angefangen mit so einem kleinen Stallsprung. Ja, so Galopp- oder Trabstangen vor den Sprüngen helfen ihm immer ganz gut, eine bessere Distanz zum Sprung zu finden oder auch mir. Sheila war auch mit dabei. Dann sind wir noch einen Sprung gesprungen, da haben auch Stangen davor gelegen, zwei Stück in einem Abstand von einem In-Out, also rein- und rausspringen und dann ein Galoppsprung und der Stallsprung. Und das hat dem Espresso einfach so geholfen, den Rücken rund zu machen, dass wir den Stall dann auch wirklich ein bisschen höher machen konnten. Er ist da total locker drüber gesprungen. Wenn man sowas springt, muss man auch eigentlich nur die erste Stange vorne richtig treffen und dann klappt das schon ganz gut. Ja, einmal bin ich nicht richtig zur ersten Stange hingekommen, dann hat er einen Trabtritt gemacht, aber uns dann gut gerettet. Dann sind wir zu den anderen Sprüngen übergegangen, zu dem kleinen Ochser. Also er ist wirklich schön gesprungen, hat richtig schön den Rücken aufgemacht an dem Tag. Normal springt er ja auch eher so etwas flotter nach vorne und nicht so ganz so rund. Und auch jetzt hier bei dem Stallsprung hat er echt gut mitgenommen. Ich konnte ihn auch irgendwie total gut auf die Sprünge zureiten. Also je nachdem, ob ich vorwärts oder zurück wollte, das hat er total gut angenommen. Nach unserem kleinen Warmmachen bin ich dann schon einen Parcours gesprungen. Und da konnte ich super gut zu allen Sprüngen hinreiten. Er war total locker und hat einen Rücken aufgemacht und hat auf mich gewartet und wollte wissen, ob er jetzt groß oder klein springen oder auf dicht springen soll. Ja, auch hier, so sind wir den aus der Wende noch gar nicht gesprungen und er hat es einfach super mitgemacht. Irgendwie war das eine richtig saubere Runde und eine total routinierte Runde, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und selbst die langen Wege ist er total in einem schönen, gleichmäßigen Galopp geblieben, ohne irgendwie abzuschießen oder so. Jetzt kann ich die Kommentare von meinem eigentlichen Reden eigentlich drin lassen, weil das ganz gut passt. Sprachlos hast du dich gemacht jetzt, ja? Bitte? Wir sind sprachlos gemacht. Ja, dass er so springt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich auch nicht. War eine ganz feine Runde jetzt. Ja, ich komme überall. War eine feine Runde, es war eine ganz feine Runde. Ich komme überall so hinreiten, wie ich es gerade wollte. Respekt, das hast du sehr gut gemacht. Danke. Kommt Raben noch mal ein bisschen in die Tiefe, dass er locker, noch mal ein bisschen locker. Die Tiefe, nicht so schnell, ruhig. Ja, nehm ihn nochmal an, dass du ihn wieder loslassen kannst. Genau so. So, äußere Zügel wieder. Denk immer an den äußeren Zügel, der ist auch noch da. Als es so gut geklappt hat, haben wir nach dem Parcours auch direkt Schluss gemacht, weil wenn es so eine gute Runde war, muss man ja nicht weitermachen und weitermachen und höher machen und wieder irgendwie einen Fehler provozieren, sage ich jetzt mal. Es kommt ja auch nicht immer auf die Höhe an, sondern auch auf den Rhythmus und einfach auf die Technik und da arbeiten wir halt im Moment auch viel dran und ich finde, man muss da nicht noch eine Stunde weiter reiten, wenn es richtig gut war und deshalb haben wir dann lieber so gut aufgehört, als noch die Sprünge in die Höhe zu ziehen. Auch wenn es jetzt nicht so lang war und ich nicht so viel geritten bin, deshalb nicht so viel zu kommentieren hatte, hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wenn ihr mehr solcher Videos wollt, dann lasst es mich gerne wissen und bis zum nächsten Video. Tschüss!